Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online, dem Spiel mit komischen Dunkelelfen, die der Meinung sind, ich sei irgendwie Soldat und sei irgendwie denen wie verpflichtet oder sonst irgendwas. Ich weiß von nichts. Also, Schreit in Asche meint, das Bündnis hätte ich angegriffen, sie hat mich losgeschickt, um euch zu helfen. Genau das da. Schreitet in Asche, hm? Eine weise Echse. Zumindest sagen die Jungs das. Nun, ihr seid hier willkommen. Der Hauptmann hat gerade alle Hände voll zu tun und wir sind uns nicht sicher, wie wir das alles schaffen sollen. Ja, ich mir übrigens auch nicht. Quest abschließen. Abgeschlossen, was die Flut anschwemmt. So, was wir jetzt machen, da wahrscheinlich mit Hauptmann losreden. Hallo? Willkommen im Krieg. Toll, grüß dich, Krieg. Wir verlieren gegen die Plünderer des Bündnisses an Boden. Wenn wir diese Stellung nicht halten können, drängen sie uns bis nach Ebenherz zurück und nehmen ganz Zabermatt ein. Was für ein Ding nehmen die ein? Ich habe 42 Viewer, wo kommen die denn alle her? Hallo ihr 42 Leute. Erzählt mir doch mal, was hier vor sich geht. Alexandra Cornele befehligt eine Armee, die uns 5-1 überlegen ist. Wer? Hätten die Droik nicht beide Seiten überfallen, hätten sie uns ausgelöscht. Wir müssen die Droik ausschalten. Dann werden wir verhindern, dass Cornele das Korallenherz bekommt. Dann müsstest du mir bitte vorher erklären, was soll das Korallenherz ist und warum das so wichtig ist. Leutnant Galyn glaubt, Cornele könne es benutzen, um einen Bruder des Zwists zu kontrollieren. Nein! Singt mit Schilf müsste mehr darüber wissen. Galyn hingegen wurde vom Bündnis gefangen genommen. Was ihr für mich tun müsst, ist folgendes. Sucht nach Überlebenden in den Schlammhaufen. Rettet Galyn. Ach ja, und lasst euch nicht umbringen. Nicht schon wieder ein Bruder des Zwists. Wir haben gerade erst einen gebunden. Seid ihr das Wahnsinns, ihr Idioten? Ja, wir finden das schon. Das Glück sei euch hold. Ich werde mich bemühen, dass wir diese Stellung halten, falls ihr zurückkehrt. Ich meine, bis ihr zurückkehrt. Der klingt ja unfassbar optimistisch. Ja, genau das da. Wir haben gerade einen gebunden, jetzt willst du noch einen rufen, oder was? Wie viel gibt's denn davon? Wahrscheinlich 2. Aber trotzdem. Ich habe über den anderen gesprochen. Sadal, die Bestie, die in der gepeinigten Spitze eingesperrt ist. Tanwal hat einen Fehler gemacht, diese Kreatur aus dem Aschberg zu befreien. Stellt euch nur vor, was geschehe, wenn eine solche Kreatur unter der Kontrolle des Bündnisses auf Ebenherz losgelassen würde. Ja, und das Kontroll... Warum kann das... Ach, ich frage einfach. Sehe ich aus wie ein Erzmagier? Oder auch nur wie eine argonische Schlammhexe? Ich habe keine Ahnung. Ich kam hierher, um diese verdammten Dolche aufzuhalten. Und genau das werde ich auch tun. Naja, dein Langschwert, was du auf deinem Rücken hast, sieht auf den ersten Blick, also zumindest wenn man den Griff oben rausgucken sieht, vielleicht auch ein bisschen aus wie ein Kampfstab. Also vielleicht könnte man dich mit einem Erzmagier verwechseln. Ja, sie sagt, dass die Drogersoldaten begraben. Begraben? Sie bedecken einen mit Schlamm. Erst wird man von ihren Klauen zerhackt oder durch ihre Galle außer Gefecht gesetzt. Danach vergraben sie einen. Ich weiß nicht, warum sie das tun. Und es kümmert mich auch nicht. Ich will nur, dass das aufhört. Ja, und was machen die Droik hier? Warum sind die ja jetzt eigentlich nur 36? Singt mit Schilf. Die Argonierin, die Leutnant Galyn berät, glaubt, dass die Koralle die Droik zu ihrer Verteidigung beschworen hat. Tatsache ist, dass wir vor einer Niederlage standen, als die Droik auftauchten und in die Schlacht eingriffen. Jetzt müssen wir uns die wenigen Truppen aufsparen, die wir noch haben. Ja, gut, liebe Wohl. Garf, dir, Eso ist bereits... Free-to-play, also in dem Sinne, dass es eher nicht Buy-to-play ist. Jetzt erkläre ich das schon wieder. Das habe ich doch gerade schon gemacht. Alter, pass auf, du kannst das Spiel, du musst das Spiel so kaufen, wie es ist. Also ähnlich wie Guild Wars. Und dann hast du es und dann gibst du jetzt hier neuerdings so einen lustigen Hohenshop, das Ding hier. Du kannst aber immer noch abonnieren, weil dann, wenn du nämlich abonnierst, also so ein komisches Abo hast, das habe ich noch aus irgendwelchen Gründen, dann hast du hier so eine ESO-Plus-Mitgliedschaft. Und dann, ich muss dringend Leute aussagen, fällt mir gerade so auf. Hast du so eine ESO-Plus-Mitgliedschaft, dann kriegst du ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, du kannst irgendwie schnell analysieren und mehr Gold. Aber das ist alles auch nur Beschleunigung, insofern ist es nicht ganz so relevant. Vor allem, weil vorher gab es das gar nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt alles geht, einfach langsamer sind. So, sinkt mit Schilf. Dann muss ich ja nochmal einen später nicht so liefern. LDPM-Herzpack mache ich gerade. Achso, ist optional Quest, dann mach ich das mal. Leise. Der Feind ist überall. Was wollt ihr? Warum wird hier im Chat Englisch geschrieben? Das kommt vor. Worauf hat das Bündnis hier abgesehen? Ja, auf das Korallenherz wissen wir auch schon. Vor langer Zeit wurde Sadal, der Bruder des Zwists, von einem magischen Artefakt eingefangen. Dieses Artefakt wurde zum Herzen der Koralle. Danach sucht das Bündnis. Alexandra Cornele will es haben und sie kennt keine Gnade. Woher wissen die überhaupt davon, um damit anzufangen? Weil prinzipiell ist das doch eigentlich mehr so eine Khajiit, Dunkelelfen, Argonia, Dunkelelfen-Geschichte.
Das dürften wir noch gar nicht wissen, oder nicht? Weil prinzipiell ist das ja denen ihre Geschichte. Und woher haben die die Infos? Und vor allem, das ist ja alles richtig neu. Das ist ja irgendwie vor nicht mal 3 Tagen passiert, das ganze Elend hier. Und da wissen die schon Bescheid, haben eine Truppe bereitgestellt, die das Ding sucht und. Das klingt aber wenig glaubhaft, meine lieben Freunde. Aua. Ja, ist er schon entfesselt oder kommt, passiert das noch? In der Tat. Die Brüder des Zwists sind die leibhaftige Zerstörung. Flammende Wut, die alles auf ihrem Weg vernichtet. Man kann sie weder beherrschen noch lenken, nur einsperren. Ebenherz ist ganz in der Nähe und allzu gern würde Cornele es niederbrennen. Wir müssen sie aufhalten. Klingt ja nicht gar nicht wie ein Khajiit hier. Na gut, also wie machen wir das? Wir holen uns das dumme Herz, dachte ich. Die Koralle beschwor die Droik zu ihrer Verteidigung. Sie kann denken und fühlen. Wir müssen uns mit ihr verbünden. Wenn wir ihr zeigen, dass wir in Frieden kommen, wird sie die Droik auf unsere Gegner hetzen. Also, ich arbeite aber noch daran, wie wir das anstellen sollen. Also prinzipiell gibt es das online so... Warte mal, ich weiß gar nicht. Gibt es mittlerweile die komische Konsolenvariante? Ich weiß es gar nicht. Moment, ich war doch schon mal besser up to date. Also sollte immer eine Konsolenvariante kommen, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt mittlerweile draußen ist. Ich glaube nicht, oder? Weiß das jemand besser als ich? Bestimmt. Ach hey, was soll ich jetzt erst machen? Ich soll Droik umhauen? Na, Droik umhauen kriege ich hin. Das schaffe ich. Droik sehen noch mega witzig aus und zwar so ein bisschen irgendwie wie nur Engelinsekten. Halten aber zum Glück überhaupt nichts aus. Wenn die hier nicht Veteran Rang 1 wären, wäre es noch viel einfacher. Ich kenne ja noch. Aua. Schabernack. Fisch haben die bei. Warum hat er denn ein Schiff in. Wieso hart sind die Schlammernhöfen, dass ich hier meine Spitzhacke verbrauche? Oh. Der ist aber anscheinend schon länger drin. Naja. Sowas soll vorkommen. Muss ich unbedingt gegen alle Droik kämpfen? Ja, muss ich da was ins Zeit. Ich höre von Droik. Oh, sind die blau. Konsole kommt im Juni. Ach ja, so war das. Hast du eine Longboard? Nein, tut mir leid, die Longboard-Tour durch Ostdeutschland muss leider ausfallen. Ich habe kein Longboard. Ich könnte mal Inlineskater fahren. Wenn das hilft. Mann, noch ein Skelett. Magier-Skelett, glaube ich sogar. Das, aber ansonsten, Longboard, ganz schlecht. Ich habe mal versucht, Skateboard zu fahren. Das kann ich auch gar nicht. Ich bin generell ziemlich schlecht mit Sport. Tennis kann ich so ein bisschen. Also konnte ich mal ein bisschen, das ist... Und ich habe den Tag Federball mit meinem Cousin gespielt, wo ich zu Ostern bei meiner Oma war. Hey, ich habe hier mein Lebendiges gefunden. Grüß dich. Endlich frei. Habt Dank. Okay, das ist einfach nur ein blauer Droik. Okay. Gibt es anscheinend in verschiedenen Farbausführungen. Ohne besondere Gründe. Hervorragend. Wo sind die noch mehr? Wo machen wir das hier rum? Spart mir Arbeit. Hui. Ja, zum Glück halten die echt nichts aus, die komischen Droik hier. Davon haben die hier Angst vor so ein paar lächerlichen Krebsen? Ein paar kleinen Uhrzeitkrebs und da ist es. Ui, Inliner. Ganz ehrlich, wo ich Inliner gefahren bin, war ich 12. Also das ist schon wieder eine Weile her. Ich bin schon nicht mal Schlittschuh gefahren, irgendwie mit 19 oder so. Ist auch schon wieder Ewigkeiten her, wenn ich so nachdenke. Ja, scheiße, ich bin alt. Das konnte ich auch so halten, obwohl ich Schlittschuh fahren nie über eine bestimmte Geschwindigkeit geschafft habe. Oh. Ihr habt es geschafft. Ich bin frei. Die sieht echt sauber aus, dafür, dass ich die gerade aus dem Dings rausgehauen habe. Also, Alter, was könnte hier ein lustiges? Ich glaube, die blauen Viecher da, die blauen Varianten können zaubern. Jawohl, noch jemanden gefunden. Ich verdanke euch mein Leben. Ja, vor allem soll ich hier nur 4 Mann retten. Ich könnte doch alle rausholen, besonders wenn die hier gerade abge... Wie, jetzt kämpfst du da einfach mit? Gerade frisch gerettet und schon wieder in den Kampf gestürzt. Na, das sind ja aber die Besten. Tennis und... Nee, ich habe Federball gespielt, nicht Badminton. Großer Unterschied, das. Weil es war windig, wir waren draußen und wir haben noch mit den DDR-Schlägern von meiner Oma gespielt. Die sind klasse, die halten seit... Naja, seit mindestens 25 Jahren. Und die sind immer noch heil. Wenn du so ein dummes Federball-Set kaufst irgendwo im Supermarkt, das hält nie. Da sind die Schläger nach dreimal aufschlagen kaputt. Aber diese dummen DDR-Schläger, die mein Opa wahrscheinlich irgendwann mal auf dem Wochenmarkt gekauft hat für wenig Geld, die halten bis zum heutigen Tage. Die sind noch aus Holz und die sehen so ein bisschen aus, als wären die mit Angelsehne zusammengebastelt. Warum nehme ich jetzt die ganze Zeit den Fisch mit? Das ist total dämlich. Dann muss ich die am Ende doch wieder verkaufen. Wie lange streamst du noch? Ich wollte erstmal eine Runde ins Real Life. Real Life ist überbewertet. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich heute noch streame. Wahrscheinlich mal gucken. Spät haben wir es. Wahrscheinlich noch so ein Stündchen oder eineinhalb Stunden, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken, mal sehen, wann ich mich langweile und wann ich wieder müde werde oder wenn ich Kopfschmerzen kriege. Das ist nämlich alles Mögliche, was passieren kann. Weil irgendwann werde ich meistens ziemlich träge, wenn ich zu lange spiele. Vor allem, ich versuche eigentlich immer noch einen gewissen Zuschaueranspruch zu erreichen, dass... Oh, wir haben noch ein Gerät. Das Bündnis hat Galen. Sie befindet sich auf deren Schiff. Helft ihr, bitte. Das sagt mir der Letzte. Wo ist denn das Schiff? Ach, da vorne. Ach, du Elend. Ich habe auch einen gewissen Selbstanspruch, den Zuschauern nicht zu langweilen. Ich meine, ich könnte hier natürlich super müde und gelangweilt vorm Rechner sitzen und irgendwie so...
irgendwie vor mich hin. Aber wenn ich. Ich merke einfach, wenn ich nicht mehr so gesprächig bin oder wenn ich einfach nicht mehr das Spiel angemessen moderieren kann. Moderieren. Ha. Aber ich einfach nicht mehr das Gefühl habe, dass irgendwie guten Content zu liefern, dann höre ich halt auf, weil das hat auch keinen Sinn. Also das weiß ich, das ist so ein gewisser Selbstanspruch an mir, so einen gewissen Mindestbedarf an Qualität zu bieten. Deswegen, ja. Ich finde, das ist übrigens ein super Spiel zum Streamen, weil gerade was sowas angeht, weil du halt relativ viel, wenn du nicht gerade Story-Szenen hast, hast du relativ viele Szenen, das ist genau wie Skyrim, wo du halt einfach nur wie Kämpfe bist. Und in Kämpfen muss man ja nicht unbedingt so eine tollen Sachen reden wie nimm dies und das und jenes und hier, ah, du Elender, hier, du Fitness-Infanterist und hier, Blitzschlag und du bist schon tot. Toll, ich habe eine Axt mit dir, ich will keine Axt mitnehmen. Und hier, Blitz und jetzt hier, Feuer und... Hat er gerade ein Magieschild gehabt? Ich wollte auch Magieschilder zu haben. Magieschilder sind mega defensiv. Nein, ich bin doof! Ich bin richtig doof. Warte, ich brauch mal. Hä? Aha, der lebt ja noch. Hä? Nom 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 nom. Weil ich kämpfe doch gerade gegen Menschen. Das passiert doch so unfassbar selten. Sogar Meisterschütze hält richtig viel aus. Und tot. Ah, die stehen nie allein. Das ist doof. Ich brauche einzelne Bündnissoldaten. Natürlich seht ihr mich! Bestimmt! Ich war noch nie auf der Gamescom. Ich war vor 2 Jahren mal da und ich denke mal, ich fahre dieses Jahr wieder hin, weil... Ich habe eigentlich schon mit relativ... Also ich habe sogar 2 Schlafplätze benutzt, aber ich glaube, ich nehme den von Uber an. Obwohl ich eine andere Person nämlich auch sehr gerne mal wieder sehen würde. Das liebe Wann. Aber Bruger, das ist auf der Gamescom zu sein, wäre halt irgendwie cooler. Nein, du siehst mich nicht! Lass mich in Ruhe, du kommst schon einfach drist! Verdammt, ich will euch hier nur Leute aussaugen. Hab Dank. Das ist ein old-fashioned way to say just danke. Ja, keine. Hallo, Priesterin Was? Priesterin Breller? Sollte ich nicht Leutnant Gallien retten? Oder ist das vielleicht nicht so? Wer seid ihr eigentlich schon wieder alle? Vor allem, wozu heute kommt ihr her? Ich kann mich nicht... Oh, mein Mann, das ist ja die mit jetzt. Hallo, Priesterin Breller. Ich wusste, dass jemand kommen würde, um mich Natürlich zu befreien. Natürlich wusstest du das. Vivek würde nie zulassen, dass seine Priesterin so leiden muss. Er hat euch doch geschickt, nicht wahr? Nein, Vivek kann ich mich nicht erinnern, mich geschickt zu haben, aber ich kann dir trotzdem helfen. Dann helft mir, meine Aufgabe zu erfüllen. Dies ist der Ort, an dem wir die Akaviri besiegt haben. Vivek hat die Ebene überflutet. Seine Kinder atmeten das Wasser, wohingegen die Akaviri ertranken. Einige der Toten finden jedoch keine Ruhe. Wir müssen ihre Gebeine segnen. Aha. Würdigt sie nicht herab, Kind. Das sind Viveks Kinder. Sie gaben ihr Leben für Morrowind und für ihn. Wir müssen dafür sorgen, dass sie in Frieden ruhen. Salbt all ihre Überreste, die ihr finden könnt, mit diesem heiligen Öl. Das wird ihre Geister besänftigen. Wenn ihr verschrieben, ja, sie verlangen. Nee, toll. Vor allem Kind. Auf euch. Ihr müsst kind. Sie befreien. Ich hasse Priester. Für diese komische Lyrik, die ich benutzen soll. Ich habe jetzt immer noch nicht die Person gefunden, die ich suchen wollte. Also kann ich jetzt irgendwie einen davon rauslocken, damit ich den anderen aussaugen kann? Wahrscheinlich nicht. Na gut, dann machen wir es mal ganz stumpf auf die. Ja, von den Seiten. Das ist, weiß ich nicht. Also. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so, ich bin da eigentlich relativ offen, was Angriffswinkel angeht. Ich greife gerne von allen anderen. Ich drücke die falsche Taste. Hey. It's over 9000! Frachtraum des gerüsteten Löwen. Wer nennt denn sein Schiff gerüsteten Löwen? Weil Löwen sind ja auch dafür bekannt für ihre, ihre großartigen lauten Fähigkeiten. Ihr scheint nicht zum Dolchsturzbündnis zu gehören und ihr seid keine von uns. Wer seid ihr? Ich bin Aelia, Hochelfin, geheimer Mission und ich bin gekommen, um dich zu retten, so ungefähr. Gedankt sei den Dreien. Ich dachte, ich würde hier sterben. Eine mächtige Magierin namens Alexandra Konele führt diese Soldaten an. Sie weiß, wie man an die Herzkammer kommt. Sie hat mir dieses Wissen aus dem Kopf gerissen. Ja, und wie halten wir die auf? Ich sammle meine Soldaten und führe sie zur Kammer des Korallenherzens. Sie muss dort drinnen sein. Habt ihr meine rechte Hand sinkt mit Schilf gesehen? Sie weiß mehr über die Koralle als sonst irgendwer. Sie hat bestimmt einen Plan. Ja, ich bin sinkt mit Schilf begegnet. Ja, wo ist jetzt? Argonia. Immer wieder für eine Überraschung gut. Wenn ich Schilf richtig einschätze, schleicht sie beim Lager des Bündnisses herum. Sucht in dessen Umfeld nach ihr.
Wenn ihr sie dort finden könnt, bringt sie in die Kammer des Korallenherzens. Dann können wir das zu Ende bringen. Ich glaube, soweit habe ich die Quest noch nicht mal gespielt. Ah, ich werde sie mit schön. Ja, genau, dann treffen wir dich in der Herzkammer. Alles klar. So, kann ich vielleicht auf dem Weg nach draußen vielleicht noch irgendwelche Leute aussaugen? Ich habe echt Durst. Das ist echt schwierig. Kann ich da nicht unten in den Laderaum? Ah, jetzt müssten die ja zumindest... Die steht aber auch dämlich. Mal ohne Witz. Ich bräuchte irgendwie eine Unsichtbarkeit. Ja, jetzt respawnt ihr oder was? Ihr hättet... Ah, Mann. Die hätten auch nicht 5 Sekunden eher respawnen können, sodass ich die schön von hinten aussaugen kann. Das sauge ich ja trotzdem aus. Aus Prinzip einfach nur. Na. Om nom 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 nom. Warte, hier schießt doch noch jemand auf mich, oder? Ach, der lebt ja sogar noch. Ich dachte, der wäre schon tot. Mir fällt gerade wieder ein bisschen sehr spät ein, dass ich ja Repositionierungszaubersprüche habe. Aha. Ist das ein Khajiit? Was macht denn ein Khajiit hier? Gut, was macht der Hochelfen hier? Ist auch eine gute Frage, aber trotzdem. Das ist. Jetzt Blade. So, ich hätte jetzt gerne ein einzelnes Opfer, was ich gerne aussuche. Oh, salb die sterblichen Überreste. Oh, ah. Natürlich siehst du mich! Natürlich! Wie gut kann der denn schon gucken? Gut, das ist ein Meisterschütze. Er wird wahrscheinlich ganz gut gucken können, aber trotzdem. Ich stehe hinter ihm. Stirb. Idiot. Was? Ich bin Level 20 DC? Was? Hä? Da hinten haben wir noch einen. Wer hier irgendjemand versorgt mir das jetzt mit so einem. Ja! Ja! Endlich! Leute aussaugen! Om nom 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 nom. So. Dum 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 dum. Sieht jetzt halt witzig aus. Ja, ich habe schon wieder ein Dubelschwert mitgenommen. Wollte ich gar nicht. Ach, Millionen ja. Von Agaviri haben unsere Küsten überfallen. Ja. Sie kamen, töteten und brandschatzten. Und wir wissen nicht, wie... Ich starb, als die Flut kam. Sie hat sie alle hinfortgespült. Ah ja, so viel zum Thema von... Ja gut. Die Agaviri. Toll, wir kriegen sogar noch ein bisschen Story mit. Das ist ja auch nicht schlecht. Story ist ja immer gut, aber da hinten haben wir noch ein Opfer, was ich aussaugen kann, oder? Ah, ne, da hinten. Ach, scheiße. Wenn ich vielleicht von der Seite komme? Die sehen nicht besonders aufmerksam aus. Mann, wie könnt ihr mich denn sehen? Ihr seid auch mit Essen beschäftigt. Ich weiß doch nicht, wie man hier mitten im Kriegsgebiet irgendwie so sich da, dass das antun kann, hier so ein bisschen den Bein noch zu kochen, aber es geht ja scheinbar. So, diesmal nehmen wir nicht die Stinkswaffen mit, sondern nur den anderen Mist. Wie viel soll das Überreste solche Salben? 9 Stück? Na, ich hoffe, da kommt ein bisschen Story bei rum. Wieder ein Geist? Ernsthaft? Jedes Mal? Nee. Okay, nur so ein bisschen Feuer. Ja, da hinten irgendwo ist ein Meisterbuch. Was seid ihr denn alle noch? Lass mich in Ruhe. Ich rede nicht. Muss ich überhaupt noch jemanden aussaugen? Ich habe meine Tasche so voll. Ach, ich habe ja noch. Na gut, dann, da muss ich auch keine Leute mehr aussagen. Kann ich mir das ersparen. Ich kenne mal die. Hier. Ach, die werden mir nicht mal angezeigt, die Dinger, die ich aussaugen soll. Ach, die Leichen. Lass mich in Ruhe, ich bin nicht da. Was ist denn? Achso, die mir ja lustigen Kalzium bieten, hat er den. Darfst du auch behalten. Da habe ich kein Interesse dran an den Ding. Was ist da eigentlich da hinten? Wenn wir diesem Krieg kein Ende bereiten, ist das Morrowind? Kann das sein? Nee, es ist nicht Morrowind, das ist einfach eben das. Meiner Meinung nach ist eben jetzt eigentlich woanders. Das heißt, da hinten müsste trotzdem Morrowind sein, oder? Warte mal, wir hier mal in Verlängerung gucken. Nein, das ist der dumme Vulkan. Nix Morrowind. Ah, noch ein Leiche. Ist ja schön. Ich muss sagen, die Deutschen sind schöner als die Holländer. Das ist eine Tatsache. I beg to differ, cause in my experience, Dutch people look better than Germans. At least the Germans in my area. Which is not a miracle, cause I'm living in the east, and in the east all the beautiful girls are already wandered off to the west, so only the ugly and dumb stay here. Was? Sterb? Okay. Dup, 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 dup. Ich bin so unfassbar damit beschäftigt und es macht so viel Spaß hier, um welche Leichen zu salben. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, insbesondere wenn ich einen Droik und einen Bündnisinfanteristen gleichzeitig umhaue. Der Droik überlebt aber länger. Nein! Noch mehr Fische. Ja, zumindest stacken die, das ist freundlicher. Ah. More nice? I cannot say anything about that. I
Actually, I have never met a Dutch people. Dutch person, not people. Nee. Or did I? Not in real life at least. So, I cannot really say anything about that. Wie dem auch sei, jetzt mal genug mit Englisch. Hier, wir sind nämlich fertig. Erstmal für die Folge für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es dann mal wieder heißt, lass kurz online und den lustigen Dräuch hier auf dem Strand, wo ich noch verzweifelt irgendwelche Leichen suche, die ich salben kann. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was, ich würde mich sehr über Daumen nach oben, Kommentare und vielleicht auch eine freundliche Empfehlung an die eigenen Freunde freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.